Wir haben aktuell die schönsten Fränkinnen da. Die schönste Fränkin vom Jahr 2014 und die vom Jahr 2015. Herzlich willkommen, Anna Barth und Darlene Hoffmann. Wir waren praktisch vor 2 Jahren dann zusammen. Ne? Ja, das genau. War das Kochen in der grünen Küche, wo wir die Burger gemacht haben. Ja, genau, exakt. Ist auch schon eine Weile her, aber. Ja, ja. Und wie war das Jahr dann danach mit als Miss? Ja, auf jeden Fall sehr aufregend. Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Ich war auf vielen verschiedenen Bällen, war auf zum Beispiel der Berliner Fashion Week dabei. Also war viel Programm. Wenn ihr jetzt die Chance hättet, das zu steuern, würdet ihr es wieder machen? Ein Jahr Miss Franken? Ja, also ich würde es wieder machen. War ein schönes Jahr auf jeden Fall. Hat mir viel Spaß gemacht und ich bin jetzt eigentlich auch ein bisschen traurig, dass ich den Titel abgeben muss. Ah, ein bisschen traurig. Bei dir warst du froh, wie es vorbei war? Nein, natürlich nicht. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil ich hatte jetzt auch ein Jahr Pause dazwischen. Von dem her wäre das jetzt im Endeffekt wieder eine neue Erfahrung, weil sich auch viele Sachen immer im Laufe der Zeit verändern. Und von dem her wäre es auf jeden Fall, ja, eigentlich würde ich gerne mitmachen. Aber terminlich ist man schon sehr eingebunden, oder? In dem Jahr? Ja. Nee, also man hat natürlich ab und zu wie immer lockere Phasen und sehr hektische Phasen, wo man an vielen Tagen auf Veranstaltungen sein muss. Aber ja, wenn man will, kommt man damit klar. So, ich habe in der Zwischenzeit die Nudeln in den Dampfgarer, sodass dass wir da nicht drauf aufpassen müssen, weil wir haben einige andere Dinge, auf die wir schauen müssen. Vater dann über das Modelsein des Jahr oder das Miss Frankensein, was sind das für Pflichttermine? Zum Beispiel im, ich glaube, Dezember ist es immer, ist der Ball der Unternehmer hier in Nürnberg. Also allgemein sehr viele Veranstaltungen, die hier in Nürnberg stattfinden, auf denen ist man eingeladen. Und je nachdem, wie sich es ergibt, eben auch verschiedenen Modeveranstaltungen, auf denen man, die man dann entweder besucht oder eben selber teilnimmt sozusagen. Und kommen dann auch eure eigenen Termine noch dazu? Also ihr seid irgendwo am Laufsteg und jemand sagt, Mensch, wow, möchtest du nicht bei mir auch? Oder wie funktioniert das? Ja, das wäre natürlich ideal, wenn es so funktioniert, aber wenn man Glück hat, dann wird man wirklich tatsächlich angesprochen und das heißt, ja, wow, komm, mach bei mir auch mit. Und sonst läuft natürlich alles über jetzt zum Beispiel die Agentur oder ab und zu private Kontakte, also das ist unterschiedlich. Agentur, ihr seid Kavi Models praktisch, also über dieses Miss Franken Classic ist man dann automatisch auch in dieser Agentur. Ja. Und im Prinzip sind die, wie man das ja so kennt aus den Filmen und sowas, die sind dann dafür zuständig, für euch die Termine zu machen. Ja, genau so ist es. Und was war bei dir der angenehmste, Darlene? Also mein angenehmster Termin war eigentlich der Ball der Unternehmer, wie ich das gestern schon gesagt habe. Es hat mir total viel Spaß gemacht, aber auch die ganzen Shooting-Termine, Laufsteg, Jobs. Es macht mir riesig viel Spaß. Deswegen bin ich auch traurig jetzt. Aber du sitzt nachher in der Jury, ne? Also nachher ist tatsächlich das Casting und da sitzt die Darlene dann mit in der Jury. Macht nämlich die Marie-Louise Kavi ganz pfiffig. Dieses Casting hat auch dann immer was mit Kochen zu tun, hat was mit Sport zu tun und natürlich auch mit Präsentieren. Und ich meine, Sie hören es ja, die Damen wurden natürlich nicht nur nach der Optik, sondern auch nach der Art der Präsentation ausgewählt, oder? Wie war das in der Schulung? Was habt ihr da gemacht? Das sind ja einige Wochen jetzt von jetzt bis zum November, wo es dann losgeht. Was war da so euer Programm? Also wie gesagt, es war ein buntes Programm, auch unter anderem auf der Consumenta mit Kochen, Backen, sportliche Aktivitäten, aber auch viel mit Fashion, also Mode. Wir hatten Modenschauen, Laufsticktraining, war alles mit dabei. Anna, du hast Abi gemacht letztes Jahr, habe ich? Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr war das erst? Ja. Okay, und wie geht's weiter? Ich studiere jetzt an der FAU in Erlangen. Und mal schauen, was wir noch so einfallen lassen. Und hast du parallel noch dann Termine am Laufsteg oder wo auch immer? Ja. Als Model? Ich hab was gesehen auf Facebook mit irgendwie ganz tollen Kleidern. Auf der Berliner Fashion Week und bin eben für verschiedene Designer zum Beispiel für da warst du auch dabei, Darlene, ne? Ja, da waren wir zusammen. War super, ja. Und wir sind eben für verschiedene Designer gelaufen. Es war sehr schön. Also hat wirklich Spaß gemacht. So, wir löschen jetzt mit der Teriyaki-Soße
die restlichen Zwiebeln noch in den Bock? Ja, ja, bitte. Bei deinem Studium waren wir gerade, was machst du? Ich habe auch dieses Jahr Abi gemacht, aber auf einer anderen Schule als die Anna. Und ich studiere jetzt auch internationales Marketing und Management hier in Nürnberg. Ja, das kann ja für dich dann diese Erfahrungen, ja, für euch beide sind die Erfahrungen dann natürlich super, die ihr gemacht habt in der Zeit. Ne? Ja, auf jeden Fall. Fürs Leben gelernt. Okay, ja. Soll ich vielleicht erst in 10 Jahren fragen, oder? Frag trotzdem jetzt gleich. Also eine Sache ist bestimmt schon mal, dass nicht nur alles, was man sieht, alles ist, was passiert sozusagen, sondern auch, dass im Hintergrund noch ganz viel Organisatorisches dahinter steckt. Oder zum Beispiel auch eben bei Modenschauen, dass die eigentliche Modenschau vielleicht nur 5, 10, 30 Minuten dauert, aber die ganze Vorbereitung vielleicht einen halben Tag in Anspruch nehmen kann oder solche Sachen. Das heißt sozusagen, dass alles nochmal einen anderen Hintergrund hat. Also die tiefen Einblicke im Prinzip hinter die, also Backstage, wie man heutzutage so schick sagt, oder? Ja, man sieht auf jeden Fall, wie viel Arbeit auf jeden Fall dahinter steckt. Aber wenn man das Ergebnis dann sieht auf dem Laufsteg oder auf der Show, das ist dann echt, also immer wieder schön anzuschauen. Ja, aber was man zum Beispiel auch noch lernt, ist eben sich zu präsentieren. Das heißt, das ist auch für Bewerbungsgespräche zum Beispiel sehr hilfreich, weil man sozusagen lernt, ein Auftreten zu haben oder im Endeffekt einfach das Selbstbewusstsein entwickelt, vor Leuten dazustehen, ne? Und zum Beispiel zu kochen. Bei dir, Darlene? Ja, also ich habe auch viel mitgenommen aus dem Jahr. Eigentlich das meiste hat die Anna schon gesagt. ich habe auf jeden Fall gelernt, viel fürs Studium, wie man sich vor Leuten eben präsentiert, wie man offen vor Menschen spricht. Man lernt aber auch viele nette Menschen kennen. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Seite von dem Mistjob. Ja. Das glaube ich, ne? Dass man rumkommt auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich war jetzt in Berlin und in Dortmund, in Bochum. Also ich bin auch schon auf jeden Fall viel rumgekommen dieses Jahr. Das ist klasse. Wie viele Termine, wie muss man sich's vorstellen, wenn jetzt hier Mädels sind, die überlegen, ob sie sich bewerben und so, hat man dann überhaupt die Zeit dazu? Wie viele Termine braucht man so? Es sind schon einige Termine, aber man kriegt es auf jeden Fall mit Schule oder Uni oder was man eben macht unter einen Hut. Also ihr habt ja beide euer Abi gemacht. Ja, hat auch alles gut geklappt. Also das ist wirklich nicht zu viel. Es sind viele Termine, aber auf jeden Fall machbar. Super. Schmeckt auf jeden Fall gut. Kann sich sehen lassen, ja. Kann sich wirklich sehen lassen. Ja. Wenn man sich mit euch nicht sehen lassen kann, wie dann, oder? Das ist übrigens Frau Marie-Louise Kavi, die Mama von allen Missen sozusagen. Kann man schon anrichten, oder? Kann man schon anrichten, ja. Dann dürfen noch Anna und Darlene anrichten, oder? Das haben sie doch noch nie erlebt, oder? An der Testessertafel Platz nehmen. Bitteschön. Super. Wunderbar. Dann wünsche ich guten Appetit. Um das vernünftig kochen zu können, brauchen Sie natürlich eine Küche von den Möbelmachern. Und wenn Sie natürlich Begleitungen von den Miss Franken 2014, Anna Barth, Miss Franken 2015, Darlene Hoffmann, herzlichen Dank an euch beiden, herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag auf der FEM und eine schöne Messe. Dankeschön.